Niemand steuert die Bots, will ich nur nochmal sagen. So, was kaputt ist, kann ich nochmal aufstehen. Oh, 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 oh. Alter, was war denn da los jetzt? Was ist hier los, Kane? Naja, den gleichen Raum nochmal. Och, leicht mehr mit der Pistole. Was zur Hölle? Hier hängen so viele Roboter rum. Jetzt sind sie nicht bewaffnet. So, haben wir ein bisschen Munition von dem Hauptgewehr gespart. Leicht overpowered die Knarre, glaube ich. Aber kann mir ja recht sein. Hallo? Bereich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. Was ist mit diesen Robotern los, Kane? So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Ich will nur nicht, dass noch einer aufsteht und mir ins Kreuz schießt. Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals dort durchzufinden sein. Creepy. Versuche der Gruppe D haben mit einer neuen Auswahl von Subjekten begonnen. Ihre Physiologie ist ähnlich, ihre umfeldbedingte Konditionierung jedoch eine andere. Das war's? Mehr hat er nicht zu sagen, oder was? Nach allem, was hier so abgeht. Hm. Nicht ein Mann vieler Worte, scheinbar. Hacke die Konsole! Wie er immer schon dasteht. Heilige Scheiße! Hendrix, überprüf die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Klappen ziehen. Vielleicht können wir die Skelette wiederbeleben. Ha. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jason! War er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wenn er tot ist, wieso finden wir einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein.
teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwa Sinn? Hendrix? Was meinst du damit? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Okay. Alles okay, Hendrix? Ja, Kane, alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Noch tiefer? Hey! Das kann kein Zufall sein. Gehen wir! Da vorne ist es dunkel. Sichtverbesserung. Bestätigt. Ist sie genug? Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Hier, hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Wie? Du willst doch da hoch. Ah, ich wollte schon gerade sagen, ich dachte, er macht Räuberleiter. So, und wenn er jetzt die Tür aufmacht, ne? Bricht die Scheiße über mich hinein. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix. Ah, ich hab sie nicht geöffnet. Na super. Das macht er Mut. Dieser rote Laser macht auch Mut. Ist wahrscheinlich ein Ganzraum-Lasererfassungssystem für automatische Pistolensteuerungsscheiße. Oder einfach nur eine Warnmeldung. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Huch, na hallo. Sie sind im Wasser! Schön, dass sie die Tür hinter mir zugemacht haben. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich würde gern wieder raus. Hallo? Hallo? Hier. Was ist denn das? Hüp, hüp. Bleibt mal schön da liegen. Komm ich hier durch? Nee. Ein Roboter, der im Wasser liegt und nicht kaputt geht. Das ist natürlich realistisch. Das waren noch zwei Explosionen. Safety first. Da stand ich doch gerade daneben. Wo ist denn eigentlich Hendrix, der blöde Eiermaler? Chillt er irgendwo hier rum, oder? Wenn ich mir hier ein paar einfange, steht er irgendwo rum und chillt. Wie viele denn noch? Hendrix? Ich gehe einfach mal weiter. Irgendwo Sammelobjekte? Kane, Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Ich
Ich habe jetzt irgendwas aufgehoben, aber ich dachte, es liegt da, aber es lag wahrscheinlich unter mir. Gut versteckt. Wo ist denn Hendrix, der Penner? Menge Roboter hier, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Das gefällt mir gar nicht. Lass dir Zeit heißt, töte alle. Augen zu und durch oder langsam? Ach. Fuck! Raus da! Direkt vor dir ist ein Ausgang! Direkt vor mir, also durch alle Roboter durch, ja? Solange die auf Distanz bleiben, ist ja kein Problem. Und ich noch Munition habe. Das sieht hier immer mehr nach Waffenforschung aus, nicht nach Biotech-Labor. Die Chemikalien, die bei dem Desaster freigesetzt wurden, wurden nie identifiziert. Wittert noch jemand eine Vertuschung? Viel interessanter ist, dass die Mechs Waffen haben, sie aber nicht benutzen. Gott sei Dank, sage ich mal, aber... Weil ich die ganze Zeit hier Ammo aufhebe. Noch weiter nach unten? So. Hörst du das? Mich? Du musst das nicht machen. Das Blut an unseren Händen können wir nicht fortwaschen. Du weißt, wer ich bin. Ich bitte dich umzukehren. Lauf weg. Kane! Diaz meldet sich über einen sicheren Kanal. Tilla hat recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sende ihn Edith als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert, ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Eindämmen, aka tötet ihn wahrscheinlich. Wie es bei den Amis meistens so üblich ist. Diaz, hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören! Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben! Ja. Du kannst Diaz nur... Die haben Waffen. Das sollte ich vorher wissen, dann schieße ich nämlich mal von oben runter. Diaz, hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören! Ich... Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Du kannst Diaz nur vom Server trennen, indem du den Kern bei ihm zerstörst. Kane, Alter. Ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um dir. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie nur auf den Kühlturm Schiff. 1 offline. Kern freigelegt. Kann ich nicht auch. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Gedanken treiben. Gott sei Dank nah ran. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finden Sie Frieden. Na los! Rettere den Zentralturm hoch! Könnt ihr sofort eine Granate? Mich verarschen? Der erinnert mich fast der Tod geschlagen. Hab ich mich erschrocken, ey. Du hast sie gehört. Geh auf den Turm und wirf eine Granate in den Schacht. Wie wär's? Wenn ihr einfach mal eine Granate da reinwerft, müsst ihr hier schon sämtliche Scheiße alleine machen. Auf den Turm! Triff den Kern mit einer Granate! Wenn nicht immer so viele Gegner wären.
Scheiß die Wand an. Oder so. Granate gezündet. Kane, hat es funktioniert? Ja, Zentralkern ist bei 66%. Dann leg mal den anderen Kühlturm frei. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen. Hast du Zeit? Kein Problem. Schnell, Kane, ich werde hier überrannt. Das trifft's. Fuck. Kühlturm 2 freigelegt. Geben Sie sich ein Träumen. Sie strömen über Sie wie die Wellen des grauen Ozeans. Wir müssen Sie sich den Server deaktivieren. Schalte den Kühlturm aus. Halt doch mal die Klappe, ey. Ist ja auch nicht. Kühlturm 2 offline. Ich tue ja, was ich kann, ne? Denken Sie an einen ruhigen Ort. Denken Sie an einen sicheren Ort. Wenigstens kann ich in der Videosequenz hoffentlich nicht sterben. Erfolgreiche Sprengung. Kane, bestätigen. Zentralkern runter auf 33%. Noch einer. Arbeite an Turm 3. Verteidige dich halt, ich muss hier die ganze Zeit rumballern. Sie sprengen sich selbst, um in die Steuerzentrale zu kommen. Wo denn? Da. Nicht trifft. Hören Sie, wie es langsam wird. Sie machen es langsam. Sie haben die Kontrolle. Ruhig. In Frieden. Ja, ja, alle opfern, das ist immer das Beste. Geh auf den Turm und wirf eine Granate da rein. Bin doch schon auf dem Weg. Ah, schnell, schnell. Na, wenn ihn das nicht umgebracht hat, dann weiß ich auch nicht. Zufällig. Verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich weiß. Das glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid.
Es ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen. Den vereisten Wald. Scheiße! Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Wir? Wohl eher ich. Die andere hockt in irgendeinem Bunker und chillt. Sind sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ja, ja. Meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind da unten. Jagt es hoch! Jetzt habe ich ein Problem.